Hallöchen zusammen, willkommen zu diesem Video und ich kann es gerade selber nicht fassen, ich habe es geschafft, 100 Abonnenten hierhin zu holen. Saugeil. Und da habe ich mir gedacht, was könntest du als Special machen? Ich habe eigentlich schon ziemlich lange überlegt, weil ich immer schon ziemlich nah an 100 war und jetzt habe ich es endlich geknackt. Und jetzt habe ich mir gedacht, pff, ja, machst du Minecraft. Ich wollte einfach mal zeigen, was ich so eigentlich selbstständig hier baue. Zur Erklärung, ich bin da nicht sehr weit gekommen, weil ich irgendwie zeitlich es nicht schaffe, da viel zu bauen. Aber ich gehe einfach mal rein und öffne mal die Welt. Da stehen wir hier vor dieser geheimnisvollen Türe. Da habe ich mich eben schon mal positioniert. Vor dem Eingang sozusagen. Machen wir mal auf. Das geschulte Auge erkennt jetzt schon, was es sein wird. Es ist ein Fußballfeld. Ja, nichts Besonderes. Und wenn ich mich drehe, haben wir hier schon eine ganz große Tribüne. Ich habe vor, zur Erklärung, das gesamte Borussia-Parkstadion in Echtgröße nachzubauen. Ich weiß, ich bin bescheuert. Ich arbeite daran, glaube ich, schon seit einem knappen Jahr oder so. Keine Ahnung, wie lange das jetzt ist. Und wie ihr seht, ich bin hier wirklich nicht weit gekommen. Aber wie gesagt, ich habe das vielleicht in der ganzen Zeit drei oder viermal dran gebaut. Öfters nicht. Na du? Ja, was soll man da großartig noch zu sagen? Angefangen, das hier war am Anfang eine andere Welt. Ich habe das alles hier rüber transportiert. Und wie ihr hier schon in der Umgebung sehen könnt, ich habe das nicht wirklich alles per Klick, 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 Klick abgebaut. Das wäre zu viel gewesen. Es war vorher eine andere Welt, eine Wüstenwelt. Ich muss mal gucken, habe ich die eigentlich noch hier drin? Kann ich auch direkt zeigen. Ich glaube, die Originalwelt. Wo ist die Originalwelt? Habe ich die hier noch drin? Das war, glaube ich. Nee, Canyon war es nicht. War das die? Ja, seither sind ein paar Updates gekommen, das konvertiert jetzt ein Weilchen. Genau. Und hier kann ich auch nicht fliegen. Hier bin ich auch, wie ihr seht, noch nicht ganz so weit. Renn! Lauf, Forest! Lauf! Aber ich sehe, hier ist auch so eine Wand. Das heißt, hier ist es auch nicht. Wo ist das denn? Ja, ich habe mich gut vorbereitet, wie man merkt. Ist es die? Ah, hier bin ich genauso weit. Dazu nicht mal zu dieser Seite, die ist ein bisschen näher. Hier scheinen sich nicht solche Wände aufzubauen. Das sieht schon mal gut aus. Genau, das ist die Originalwelt. Wie ihr seht, hier war früher Wüste. Und die habe ich wirklich von Hand abgetragen. Ich habe zwar, wie hieß die Mod jetzt nochmal? Singleplayer Commands benutzt, wodurch ich meine Reichweite auf, ich glaube, 100 oder so erhöht habe. Damit ich nicht so viel rennen muss, habe ich einfach klick, 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 klick gemacht und alles ging hintereinander weg. Aber sonst habe ich da eigentlich nichts gemacht. Ich habe das alles per Hand abgebaut. Bumm! Ich glaube. Ja, super, ich habe Fliegen nicht drin. Hihi, war super. Und dann auch per Hand jeden einzelnen Obsidianblock hier gesetzt. Das hat mich, glaube ich, 2 ganze Tage gekostet. Und verdammt viele Nerven. Und ich habe immer wieder dran geglaubt. Warum willst du das jetzt wirklich tun? Und ja, ich habe es getan. Ich habe so weitergemacht. Anschließend habe ich gemerkt, dass, als ich angefangen habe, das den Rasen zu legen, da renne ich auch nochmal hin. Ah, nein, 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 nein. Scheiße. Ich habe kein Game Mode drin. Hi. Rein da! Ja, hier auch noch eine kleine Redstone-Verkabelung. Ich kann mal. Ein Moment. Game Mode 1 müsste das sein, oder? Ich habe nicht Permission, das ist mein eigener PC, verdammt nochmal. Ach, na gut. Ein Moment. Options, bevor hier was schief geht. Peaceful. So. So.
Da habe ich angefangen, hier die Fläche zu bauen. Und zwar habe ich mich erkundigt, wie groß ist das Feld, und habe wirklich pro Quadratmeter einen Block gesetzt. Also einen Meter in der Länge, einen Meter in der Breite. Und da habe ich gemerkt, die Fläche war zu klein. Also durfte ich nochmal erhöhen. War lustig. Überhaupt nicht. Besonders wenn man dann hinten so einen halben Berg abtragen muss. Naja. Warum hier die Löcher kommen, ich habe dem Sebi, wer meine Videos verfolgt, kennt ihn ja, mal diese Map gezeigt, und da hat er schön alles auseinandergepflügt. Danke dafür nochmal. Aber ich hatte die Welt ja zum Glück schon anders hingebracht. Irgendwann kam ich dann zu einem anderen kleinen Problem. Das wird jetzt ein relativ langes Special, weil ich hier viel rennen muss. Frage ist nur, wie komme ich da jetzt hoch? Scheiße. Habe ich zufälligerweise? Nein, habe ich zufälligerweise nicht. Ein Moment eben. Scheiße. Zack. Zack, zack. Gut. So, ich habe dann hier immer schön weiter in die Höhe gebaut und höher und höher und höher. Und das war damals noch zu einer Version, wo die Höhe nicht verdoppelt wurde, sage ich jetzt schon mal so dazu. Und da müssten die, die Minecraft kennen, schon das Problem erkannt haben, ich kam ans Höhenlimit. Und damit war im Prinzip alles für die Katz. Wenn ich jetzt einmal, ich renne mal hier hinten, hier habe ich eine glatte Bahn, muss ich nicht immer springen. Na komm. Renn schneller! So, habe ich da hinten einfach mal einen Kackstift hochgezogen, wie Kong sagen würde. Und das da oben war das Höhenlimit. War irgendwie scheiße. Und da habe ich gemerkt, ich komme nicht hin mit der Höhe. Und ich wollte es ja in Echtgröße haben. Was mache ich also? Also habe ich mir eine kleine Mod runtergeladen. Wovon mir jetzt auch gerade der Name nicht einfällt, irgendwie. Da konnte man mit so einer Holzaxt die Welt bearbeiten. World Edit, genau, World Edit. Und habe mir eine neue Map geholt. Hab dort einfach mal einen riesigen Bereich. Und dafür gehe ich mal wieder zurück in die richtige Welt. Zack. Ah, hier kann ich auch fliegen, stimmt. Lade schneller. Das ist ein bisschen an der Aufnahme noch, also lädt das schneller. Ja, hier seht ihr. Einen riesigen Bereich bis unter den Grundstein, mit seinem Grundstein habe ich alles entfernt. Also hier bin ich wirklich am Minimum. Und hab hier unten auch. Moment mal eben. Bin ich wieder, Entschuldigung. Hab hier auch per World Edit die Obsidianschicht eingesetzt. Also Maus. Maus. Ah, danke. Die hat irgendwie so eine Macke. Ich glaube, die muss ich mal zur Reparatur schicken. Brandneu. Springt immer wieder aus und wieder an und wieder aus und wieder an. Jetzt hat die das komplette Profil vergessen. Ist auch scheiße. Habe auch per World Edit die Obsidianschicht wieder eingebaut, weil das wollte ich jetzt nicht nochmal machen. Hallo. Dann habe ich per World Edit die komplette Welt kopiert und hier drin eingefügt. Also das wollte ich jetzt nicht alles nochmal machen, aber im Prinzip habe ich hier wirklich jeden einzelnen Block gesetzt. Dann gab es damals noch diesen wunderschönen Bug mit den Türen, dass immer eine Tür offen und die andere Tür zu war. Und das konnte man ja nicht so einfach beheben. Deswegen war auch in der anderen Welt diese Redstone-Verschaltung darunter, die hat sich hier verlöten gegangen, weil ich hier die Welt kopiert habe und, naja, vergessen habe, das mit zu kopieren. Da war das weg. Na gut, aber irgendwann kam dann ja auch das Update, was das behoben hatte. Da habe ich hier trotzdem immer noch so einen scheiß kleinen Bug. Naja. Boah, was soll ich sonst noch sagen? Was ich am Anfang wollte, ich hier wirklich Gras hinbauen. Aber ich habe da nicht dran gedacht, dass das ja Wüste ist und Gras sieht in der Wüste ja, wie Minecraft-Leute wissen, ziemlich scheiße aus. So schön verdocht alles. Also habe ich hier alles nochmal abgetragen, darunter Wasser geplantet, weil ich ja mal gehört habe, das soll funktionieren. Maus ist wieder ausgegangen, wunderbar. Jetzt habe ich keine Maus. Ach, Mann. Komm, spring an. Ich habe Kabel immer raus und wieder reingemacht, das hilft meistens. Na komm, spring an. Maus. Ja, da ist sie wieder. Und da ist sie wieder weg, da ist sie wieder an. Da ist sie wieder aus, da ist sie wieder an. Ha? Hat sie sich? Noch nicht so ganz? Na, okay. Und da ist sie. Ja, jetzt bleibt sie aus. Toll. Jetzt ist sie wieder an. Ich fasse jetzt meine Weile nicht an. Könnt ihr ja dieses Panorama bestaunen.
Habe ich überall Wasser gewendet, weil ich das halt gehört habe, es funktioniert. Habe ich Gras wieder drüber gesetzt. Hat nicht funktioniert, weil Wasser ja jetzt, soweit ich weiß, daneben liegen muss. Und da wollte ich ja nicht überall Wasserflecken haben. Also habe ich das alles wieder abgebaut und durch Wolle ersetzt. Herrlich. Hier die Linien sind übrigens Schnee. Wo ich auch. Scheiß Maus. Am Anfang Angst hatte, dass die, weil das ja Wüste ist, wegschmelzen würde. Ist nicht passiert übrigens. Ja, meine Maus ist kacke. Ja, was könnte ich sonst noch erzählen? Eigentlich nichts Großartiges. Ja, wie gesagt, ich habe hier nicht viel Zeit gehabt zu bauen, also wundert euch nicht, dass da nichts passiert ist. Ich glaube, wenn ich 1000 Abonnenten habe, wird das hier immer noch so aussehen, weil ich einfach nicht mehr zukomme. Aber ich hoffe, dass ich das irgendwann fertig habe und hier das komplette Borussia-Stadion stehen habe. In Originalgröße. Ich bin bescheuert. Aber okay, und das hier, die Einbuchtung, für die, die es nicht wissen. Hier stehen Kameras. Hallo Fledermaus. Schön Fledermaus. Jetzt die Maus wieder aus. Wunderbar. Toll. Und ohne Maus kann ich die Aufnahme nicht beenden. Ach, jetzt ist sie wieder an. Ach, geil. Ja. Hier unten, Video, habe ich ein bisschen was. Auch wieder mit Too Many, ich glaube Singleplayer-Commands war das hier, dass die Blöcke infinite sind. Ich glaube, der Command hieß Infinite Items. Ist jetzt wirklich schon ewig her, dass ich das gemacht habe. Jetzt funktioniert es wieder und ich bereue es gerade gesagt zu haben, weil gleich wird es wahrscheinlich wieder ausgehen. Naja, Moment mal eben. T-Fly 20 müsste das gewesen sein, oder? Echt? T-Help. Ach, Too Many Items ist nicht drin. Ach ja, ich habe ja eben abgedatet und trotzdem hat er das übernommen unten. Oder liegt das jetzt daran, dass ich im Game Mode hier bin, dass ich dann unendlich habe? Weiß ich gar nicht. So ein Minecraft-Profi bin ich nicht. Und hier habe ich übrigens keine Wüste mehr. Da hat mich das nicht interessiert. Ich habe damals so viele Welten geöffnet, bis ich irgendwann mal eine möglichst flache Welt habe, damit ich nicht so viele Berge abtragen musste. Naja, das hatte sich ja dann irgendwie erledigt. Ja, ich hoffe, das hat euch als kleines Special gefallen. Ich habe ja gesehen, ich glaube, mein erfolgreichstes Video. Meine erfolgreichsten Videos waren bisher die von der Minecraft Adventure Map Saw Island, die ich damals gemacht habe, als Beta-Tester. Das hatte mir, glaube ich, die meisten Views gebracht. Also, ich glaube, das interessiert euch immer noch am meisten, auch wenn so viele Minecraft machen. Ich werde trotzdem kein Let's Play damit anfangen. Weil Minecraft finde ich eigentlich so ziemlich langweilig, auch wenn ich es bei Gronkh gucke und auch abfeier. Und insgesamt, ich glaube, 969 Folgen waren das gestern Abend noch. Alle 969 Folgen gesehen habe und teilweise sogar mehrfach. Ja, ich bin bekloppt. Schön. Nee, ein Let's Play davon werde ich niemals machen. Da habe ich keine Lust drauf. Gut, ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und damit verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Video. Tschüss!